Veränderungen aufgrund des digitalen Wandels sind bereits heute im Ehrenamt sichtbar. Ehrenamtliches Engagement findet immer häufiger auch digital statt oder wird digital unterstützt. Jeden Tag entstehen neue Formen des digitalen Engagements, so zum Beispiel in den sozialen Medien, im Crowdfunding oder im Campaigning. Viele von Ihnen stellen eindrucksvoll unter Beweis, wie man von den digitalen Möglichkeiten profitieren kann. Damit steigt aber auch der Digitalisierungsdruck auf alle übrigen ehrenamtlichen Initiativen. Unter dem Motto "Mehr Zeit für Inhalte" gilt es deshalb, folgende Bereiche digital voranzutreiben. Erstens die Automatisierung administrativer Prozesse, zum Beispiel Mitglieder- und Spendenverwaltung. Zweitens die Modernisierung der Kommunikation, zum Beispiel über E-Mail und soziale Netzwerke. Das Online-Fundraising an dritter Stelle, zum Beispiel über Online-Plattformen. Und viertens die Koordination von Ehrenamtlichen, um so zum Beispiel flexible und kurzfristige Einsätze von Ehrenamtlichen zu ermöglichen. Budget, Know-how und Arbeitszeit sind in vielen Vereinen, Organisationen und Initiativen knapp, sodass der Digitalisierungsprozess stockt. Viele stecken in einem Innovationsdilemma. Infolgedessen wird die Digitalisierung selbst häufig von Ehrenamtlichen vorangetrieben. So werden zum Beispiel zahlreiche, teils kostenlose Open-Source-Softwareprogramme von IT-Spezialisten pro bono entwickelt und gepflegt. Über die digitalen Kommunikationswege haben gemeinnützige Einrichtungen heute mehr denn je die Chance, junge Menschen zu erreichen. Gerade in etablierten Vereinen fehlt der Zugang zu diesen Technologien aber häufig, da sie eine zu hohe Altersstruktur in ihren Mitglieder- und Führungsgremien aufweisen. Und in der Praxis zeigt sich, dass kleine und junge Organisationen die notwendigen Veränderungen viel aktiver angehen als die großen und etablierten. Dort wird Digitalisierung zumeist noch mit klassischen Technologieinvestitionen gleichgesetzt. Parallel dazu sind aber auch Anpassungen in Strategie, in Organisation, in Prozessen und in Kultur notwendig. In gut 10 Jahren wird der digitale Transformationsprozess in den meisten Vereinen und Initiativen gelungen sein. Die Arbeitsprozesse werden sich dann grundsätzlich verändert haben. Ehrenamtliches Engagement findet in der Mehrzahl außerhalb von festen Organisationsstrukturen statt. Engagement-Teams arbeiten spontan auf Grundlage gemeinsamer Werte zusammen. Die klassischen Hierarchien in gemeinnützigen Organisationen sind dezentralen Organisationsformen gewichen. Ehrenamtliches Engagement und Erwerbsarbeit auf der anderen Seite können flexibler gestaltet werden, weil digitale Medien ein zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten ermöglichen. Damit sind Ehrenamt und Erwerbstätigkeit in Zukunft noch besser vereinbar.